Still und starr ruht der See. Kannst du allein auch? Weihnachtlich glänzt der Wald. Bravo! Freuet euch, Christkind kommt bald. Das stimmt jetzt nicht. Irgendwas stimmt. Aber du hast so schön gesungen. Du hast das wirklich schön gemacht. Weihnachtlich, singst du noch mal dein Solo? Glänze der Wald, freue dich, Christkind. Bravo. Ah, ja, ja. Ich glaube, backen können Ach, wir ich besser sag dir was, singen. Ne? Weißt du was, mein Schatz, dass ich das erste Mal erlebe? Wieso hat deine Mutter nie Weihnachtsbäckerei gemacht? Ja, du, was soll ich dir sagen? Weihnachtsbäckerei 20, 25, so ein Platz. Oh, das ist aber ein schöner Stern. Warte, die Mama aber weißt du, ich habe nie mitmachen dürfen. Okay. Sie hat immer gesagt, du kannst das nicht. Und was werden die Nachbarn sagen, wenn man so krallerwatschelte? Das ist ein schöner Stern. Und Bäckereien servieren werden, weißt du? Na, komm, und außerdem hat sie gesagt, ein Pupp. Braucht nicht backen. Und das stimmt oh ja, gar nicht. Ein Bub kann backen. Richtig, ja. Genau. Bravo, ein Bub muss sogar backen. Du. Das ist doch schon eine Suppe gemacht. Das ist eine Bube voll. Ja, schau, das tun wir jetzt da rüber. Und da kannst du schon so, jetzt kannst du noch eins machen, ja? Du, weißt du was? Ich mach dir Herz, okay? Das, was machst du? Das willst du machen? Na, mach's schön. Ja? Du. Ja? Ich habe eine Idee. Na. Weißt du was? Mach mir irgendetwas jetzt. Ich meine so, ausstechen. Irgendetwas für mich allein. Oh, pass auf, ich weiß was. Schau her mal, was ist denn das? Ein Herz. Ein Herz, weißt du was? Das machen wir jetzt für die Mutti. Pass auf, warte, schau her. Das mach ich. Ja, komm her, noch drück drauf. So. Ja. So, und jetzt wollen wir schauen, ob es rausgeht. Oh, müssen wir es rausnehmen. Haben wir zusammen ein schönes Herz gemacht. Schau, ist das schön geworden. Und jetzt singe ich der Mutti ein Lied dazu vor. Teig ist mein ganzes Herz. Weißt du was, mein Schatz? Ich glaube, mich hat es verdammt erwischt. Ach, du schön, Hans. Das Herz. Weißt du, so friedlich war es eigentlich noch nie. Meine Eltern haben zu Weihnachten immer furchtbar gestritten. Naja, und der Stefan, der macht sich ja aus Weihnachten überhaupt nichts. Der sagt, das ist alles so verlogen und kitschig. Und ja, das kommt immer ganz drauf an, wie man sieht und wie man es feiert. Aber schau, ich kann dir eines sagen. Komm her zu mir. Weißt du was, mit den Kindern und mit dem Backen, du, das ist so eine Geborgenheit. Das ist einfach schön. Du musst weiter backen, ja, auf frei. Du störst wir müssen den noch so viel backen. Jetzt zeige mal du, was du gemacht hast. So, weißt du Gott, das? Bitte, bitte, geh nicht durch. Lass uns heute mal allein sein. Du, ja? Ich bin gleich wieder da. Das wird die Frau Hiller sein. Der habe ich einen Artikel versprochen von einer ehemaligen Kollegin. Das na dauert ja, nicht lange. Wenn es sein muss. Gut, jetzt zeig mal deine Streusel. Hast du da? Oh, das hast du aber schön gemacht. Schau, oh, ist das schön? Ärger. Die Streusel. Und du hast da schon schöne Herzen draufgelegt. Ja? Nen Baum, oh, Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter? Du grünst nicht nur zur Sommerzeit. Ach, das ist aber überraschend. Einfach einen Sahnkarpfen gebracht. Grüß Gott, Frau Neuberger. Ganz frische. Aha, die sind aber cool. Darf ich es kosten, ja? Natürlich. Schaut sie mal, sei es 10, du wirst das auch kosten, ja? Und ich krieg nicht. Schmecken ja, natürlich. Ja. Bitte schön, die sind alle für Sie da. Alle. Und der Frau Neuberger. Sehr nett, ja? Finden immer Anklang. Mein erster Mann war ganz narrisch danach. Sein Vater war nämlich Husar. Leider hat er ihn nicht gekannt, denn der ist nämlich vor der Hochzeit einfach davon galoppiert. Ja. Das war die arme Frau. Ja, so ungerecht ist die Welt. Eine hat überhaupt keinen Vater für ihr Kind und manche haben gar zwei. Ja. Sagen Sie mal, Frau Neuberger. So ungerecht ist die Welt. Sie sind heute so besonders fesch. Haben Sie noch was vor? Na, ein bisschen Umschau halten in der Nachbarschaft, was es Neues gibt. Nicht so laut, ich glaube. Ich bin manchmal so unruhig zu Hause. Wenn ich still sitze zu Hause, ich kann es gar nicht sagen. Darf ich mich einen Augenblick hersetzen? Kommt, Kinder, ihr macht so einen Schaden. Ich will Kinder nicht stören. Komm, komm, Eddie. Schaust du mal, was die Claudia macht? Gibst du Claudia von mir einen Bussi, ja? So. Du, das Herzl nimmst mit zum Spielen. Komm. Ja? Das kannst du mitnehmen. Löffel ja, den Löffel auch. Na, du mal wieder weiterbacken, gell? Meine Tarotkarten haben mir nämlich heute eine ungeahnte Begegnung angesagt. Ach, sagen Sie mal, die mein Leben verändern wird. Aha, Sie lesen Ihre Zukunft aus Tarotkarten? Nein, nicht aus Tarotkarten, Tarotkarten, wo man die Zukunft vorhersagen kann. Den Herrn Schönbrunn haben Sie mir auch vorhergesagt. Mein Gott, der Arme, der hat auch so gern meine Husarenkrapfen gegessen. Aber er hat er leider nichts mehr davon. Für den binden sich bald die Würmer, die Servietteln um. Wie bitte? Ausgelitten hat er, der Arme. Aha. Ein so lieber Mensch war das. Und treu übers Grab. Und Bautschert, eine jede hätte er haben können. Ein so eleganter Mensch und erstklassige Manieren, fast wie mein zweiter.
Sehr leid ist mir um ihn. Um wen jetzt? Um den zweiten? Na, um beide. Aha. Ich weiß nicht, was das ist. Alle sterben einfach dahin. Sagen Sie, Frau Neuberger, bevor Sie gehen, darf ich Ihnen einen kleinen Schnapsel anbieten? Ein Schnapsel? Ja. Nein, ich trinke doch nie etwas. Ja, andererseits war das Essen heute wirklich ein bisschen schwer. Vielleicht ein winzig kleines. Kleines, gut. Sofort, ja? Ich habe ja alles getan, damit das leichter hat, der Herr Schönbrunner. Mhm. Eingekauft habe ich ihn. Mit ihm zum Arzt bin ich gegangen, wie es ihm schon sehr schlecht gegangen ist. Und natürlich immer die Leitung hinübergelegt. Was, die Leitung hinübergelegt? Ja, zu der seligen Frau Schönbrunner. Sagen Sie mal, zum Wohl, Prost. Wie haben Sie das gemacht, die Leitung, lieber? Vor allem übers Radio. Da teilen Sie sich nämlich am liebsten mit, die da drüben. Aha. Man muss nur genau hinhören, dann kann man das auch Laien erklären. Man versteht, ich verstehe nämlich am Anfang nichts wie Summen und Quietschen. Aber wenn man mehr Erfahrung damit hat, dann versteht man jedes Wort. Aber Moment, jetzt verstehe ich erst, Sie haben sich der Frau Schönbrunner über Ätherwellen sozusagen genähert und ja, sich und mit wie? Ihr verständigt. Aha. Am Anfang war sie ja sehr grantig. Das musste ich ganz vorsichtig dem Herrn Schönbrunner beibringen. Denkst du denn noch an mich? Hat sie gefragt. Da war er ganz fertig, der Herr Schönbrunner. Und ich musste ihn trösten, damit er nicht zusammenbricht. So sind sie ja immer am Anfang voller Erdenschwere und Besitzgier. Aber dann werden sie ätherisch und immer engelhafter. Direkt rührend ist das, wenn man das selbst mitbeobachtet. Dann lassen sie ihre Männer los und wollen nur ihr Glück. Dass du mir die Frau Neuberger ehrst, hat die Frau Schönbrunner gesagt. Die Frau Neuberger war nämlich in einem früheren Leben dein Schwesterl. Da war er dann wieder beruhigt, der Herr Schönbrunner. Ach ja, und wie hat sich das ausgewirkt? Kein schlechtes Gewissen hat er mehr gehabt, wenn er mit mir ausgegangen ist zum Heurigen oder in ein Konzert. Aha. Denn ich war ja eigentlich sein Schwesterl. Ja, eben. Das Konzert war eher fad. Aber ich bin ja ein Mensch, der sich für andere aufopfert. Zum Helfen geboren. Ja, viele haben das nur ausgenützt. Tja, ja, bei uns ist heute was los. Die Kinder machen schon den ganzen Nachmittag Weihnachtsbäckerei. Ja, mitten im Zimmer. Bei mir gibt's sowas nicht. Bei mir hat alles seine Ordnung. Ach, bei uns schon. Die Küche ist so klein und wir haben es gern gemütlich. Mein Gott, ein winziges Schluckerl hätte ich noch vertragen. Das Schweine heute Mittag war wirklich sehr fett. Bitte schön, gern. Schluckerl noch. Der arme Herr Schönbrunner. Am liebsten würde ich ihm ja die Husarenkrapferl ans Grab bringen. Bitte so schön. Gern hat er sie gehabt. Okay. Aber der wollte mir immer Geld dafür geben. Na. Und auch die Frau hat ihm geraten, dass er sich bei mir revanchiert. Aber ich nehme für meine Gutheit nichts, keinen Groschen. Da hat er mir dann ein kleines Ringerl geschenkt. Gar nichts wert, der Stein, hat mir der Juwelier gesagt. Dann die Boutons von der Frau Schönbrunner, das war schon besser. Und dann ein Taschel, das war wieder weniger gut. Mit dem Pelz wollte er erst gar nicht herausrücken. Da sind so viele Erinnerungen an seine Frau drin, hat er gesagt. Da bin ich halt eine Weile weggeblieben, damit er merkt, was er an mir hat. Und auch die Frau Schönbrunner hat ihm zugeredet, er soll nicht so bockig sein. Alles übers Radio. Ach so, aber ich muss sagen, bitte, wirklich. Fesch. Ja, schön, sehr ja. Fesch schauen Sie aus damit. Ja, passt mir eh viel besser als dieser dünnen, viel sagen mageren Frau Schönbrunner. Er hat ja ohnehin mehr für die Üppigen geschwärmt, so wie ich eine bin. Einmal hat er zu mir gesagt, Sie sind eine femme fatale. Eine Frau, die die Männer wurlert macht. Da war einmal eine in Salzburg, die Burschaft gespielt hat. An die erinnere ich ihn so, hat er gesagt. Na gut, aber eines muss ich sagen, Sie sind eine sehr attraktive Frau. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Männer früher sehr auf Sie geflogen sind. Fliegen noch immer, noch nicht mehr so tief. Aha. Ich habe auch einmal getanzt für den Herrn Schönbrunner. Das war am dritten Adventssonntag vorigen Jahres. Da haben wir auch einen Schnapser getrunken oder sogar zwei. Und dann habe ich Salome gesungen. Zuerst habe ich den Schal abgeworfen, dann die Strickweste, dann das Jackerl. Mehr nicht, denn man darf ja den alten Herrn nicht auflegen, sonst hat man die Bescherung. Na klar. Mein Gott, das hat ihm gefreut. Man kann gar nicht sagen, wie. Damals hat er schon nicht mehr gehen können. Einmal noch mit ihnen tanzen, hat er gesagt. Meine Frau hätte nichts dagegen, denn sie sind ja eigentlich mein Schwesterl. Ja. Und da habe ich dann gesungen, die Julischka aus Budapest. Ja, da hat er sich gefreut und hat gelacht. Und dann hat er mir die Brillantuhr gegeben von der Frau Schönbrunner. Schön. Dafür hat er die doppelte Menge Husarenkrapferl gekriegt, mit reiner Butter. Ja, und sagen Sie, heuer haben Sie gar keinen Abnehmer für Ihre Husarenkrapferl? Naja, natürlich macht sich ein gewisser Schwund bemerkbar. Aber es kommt immer was nach. Ich habe da einen Herrn in Aussicht, dem gerade die Frau weggestorben ist. Die Kinder kümmern sich nicht um ihn. Er hat nur Essen auf Rädern und Heimhilfe, sonst nichts, der arme Teufel. Die Hausbesorgerin vom Elferhaus, wo er wohnt, gibt mir manchmal einen Tipp. Natürlich nicht umsonst. Das seidene Imprimé von der Hagerin, Frau Schönbrunner, das hat jetzt sie, erstklassiges Material. Na ja. Ja, Sie sorgen also sozusagen in erster Linie für einsame Herren.
Ja, mit Frauen ist ja nichts anzufangen. Die wissen immer alles besser. Und dann gibt's ja auch keine Gesprächsbasis. Meine Freundin, die mich darauf gebracht hat, anderen zu helfen, die hat auch keinen Dank von so einer gehabt. Der hat sie die Wohnung verkauft, hat sie in ein Heim gebracht, wo sie alles gehabt hat. Reinlichkeit, Pflege, Gesellschaft. Und was war ihr Dank? Was hat sie ihr vererbt? Eine Psyche aus Ahorn mit rosa Chenilquasteln. Viel zu groß für ihr kleines Kabinett. Wenn sie nicht die Provision für die Wohnung kassiert hätte, das reinste Verlustgeschäft. Das war mir eine Lehre. Damen nie, Herren sind da viel dankbarer. Ja, das verstehe ich bei Ihrem einnehmenden Wesen, Frau Neuberger. Ja. Ja, also, schön, dass Sie uns die Husarenkapern vorbeigebracht haben. Die Kinder werden Ihnen dann unsere Weihnachtsbäckerei bringen. Ja, was ist denn das für ein Teig? Das sind, du hast das eh aufgeschrieben, 24 Decker Mehl, 10 Decker Zucker, 14 Decker Fett, ein Ei. Naja, irgendwer wird's schon essen. Die Hausbesorgerin vom Elfauf ist so gnastig, dass sie auch etwas isst, was ihr nicht mehr so viel schmeckt. Schön, Frau Neuberger, dass Sie aus allem immer das Beste machen. Ja, meine Freundin und ich, wir lassen nichts verkommen. Ja, ich glaube, du musst dich jetzt wirklich um die Kinder kümmern, mein Schatz. Ja, es sie ist ja schon zu spät. Aber wir kommen wirklich zu spät, sonst war aber nett. Gehen Sie heute ein bisschen auf Läppschi. Nicht der allerlei mit den Kindern ist ja auch Fahrt. Schön war's bei Ihnen. Ja, ich bringe Sie noch Wiederschauen. Raus. Ein Schluckerl könnte ich noch vertragen, damit ich in Stimmung bleibe. Ja, bitteschön. Also, gerne ein Schluckerl noch. Fröhliche Weihnachten. Und was wird jetzt? Naja, der Bertl hat gesagt, er gibt mir noch eine Woche Zeit und dann soll ich ihm nach Hamburg nachkommen. Na, fahrst du hin? Ich weiß noch nicht. Es ist eh noch Zeit. Du, ich werde was sagen. Wenn du mit ihm weiter so leben willst wie bisher, hättest du eigentlich den ganzen Ärger ersparen können. Ja, soll ich da bleiben? Ja. Liebes Kind, wenn du da bleibst, ja, mein Schatzili, wenn du da bleibst, dann musst du doch etwas Richtiges tun. Also auf ein Tablett wird dir die Lösung für deine Probleme nicht serviert. Ja, ich weiß, das hast du mir schon ein paar Mal gesagt. Aber am liebsten wäre es mir, wenn ich mich wieder verlieben hätte. Naja, in wen jungen, lustigen, mit dem ich wieder lachen kann. Aha. Ich komme mir ja selber schon vor wie ein Grufti. So, mit sowas Süßem kommst du dir wie ein Grufti vor, schäm dich. Ja, ja, aber ich meine, das sieht dir ähnlich. Das sieht dir ähnlich, mein Kind. Also, wenn etwas Neues kommt, ist das gut, denn das Alte ist bereits lästig. Ja, aber du sagst doch immer, ich soll mich selbst entscheiden. Ja, eben. Aber du entscheidest dich so, dass dich ein neuer Mann die Entscheidungen abnimmt, gell? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Der Bertl will, dass wir Weihnachten miteinander feiern. Ja, weil irgendwelche Verwandte kommen und wenn die zuschauen, dann muss natürlich Ordnung sein im Hause Strahler. Ja, selbstverständlich. Oh, du Fröhliche, oh, du Selige. Ja. Ah, ja. Das ist schön, wie ihr hier so friedlich beieinander sitzt. Na, das ist sowas wirklich geht's uns vor gut. Weihnachten. Servus. Servus, Vanessa. Servus, Hila. Grüß dich, mein Schatz. Weißt, ich bin froh, dass ich wieder bei euch bin. Ja? Hier ist es schön, ruhig, nicht wahr? Auf den Gassen geht's ja zu. Naja, die stille Adventszeit, dass ich nicht lache, nicht wahr? Das ist eine der lautesten Zeiten geworden. Naja, ist ja egal. Du, Hila, könnte ich einen Tee haben? Aber natürlich. Ja. Du musst den hier einnehmen. Warum? Naja, weil die Küche, der einzige Raum ist, wo es warm ist. Der Ofen ist, ach, das im ist noch immer nicht repariert. Noch immer nicht. Ach du meine Güte, dann werden wir ja heute, auch nicht mehr erleben. Und morgen auch nicht. Naja, ist ja schön. Auch das geht vorüber. Viel wichtiger ist, dass der Bertl wieder normal geworden ist. Wann fährst du nach Hamburg? Ich werde ja Weihnachten sicher zusammen verbringen. Das weiß ich nicht. Was heißt das? Ja, dass ich es nicht weiß und dass ich jetzt eigentlich auch nicht darüber reden möchte. Aber nein, möchtest nicht darüber reden. Na ja, bitteschön. Ja, bist ja schon großjährig, nicht wahr? Aber ich meine, du hättest ein bisschen weniger batzig, hättest du das sagen können. Lasst mich doch endlich in Ruhe. Dauernd erzieht sie an mir herum. Ich bin ein erwachsener Mensch. Du, Moment, was hast du mit so einem erwachsenen Mensch? Sie ist ganz durchgedreht, weil sie nicht weiß, was sie tun soll. Ja. Das ist aber auch der Bertl auch schuld dran. Ich an seiner Stelle ja gewusst, was ich tue. Aber was denn? Na, sehr einfach. Ich hätte sie doch gleich mit nach Hamburg genommen, hätte dort mich mit ihr ausgesprochen. Mhm. Etwa hätte gefragt, also bitte, was passt dir nicht an mir? Was passt mir nicht an dir? Warum bist du so und warum bin ich so? Etwa,
Und dann wäre die Konklusio gewesen, wir müssen versuchen, es gemeinsam besser zu machen. Ja, aber typisch ist für dich, dass du dich natürlich sofort mit dem Bertel identifizierst. Naja, die Petra hat ja schon dich als Fürsprecher. Ich nicht? Ja. Na, entschuldige, ich versuche nur objektiv zu sein. Ja, du versuchst nur objektiv zu sein. Sag mal, du erinnerst dich offenbar gar nicht mehr, wie wir jung waren, haben wir uns ja auch zusammenraffen müssen. Also schön, gut, wir haben uns zusammengerauft. Na, der Ernst. Gott hab ihn selig, die Schwierigkeiten gehabt mit seiner Elfi, Schwierigkeiten mit der Dani und so weiter, schön, wiederum Schwierigkeiten. Aber dass wir jetzt auch noch einmal das Ganze wieder mit den Enkeln mitmachen sollen, ja, wird denn das nie aufhören? Tja, siehst du, ich bin der Meinung, alle diese Schwierigkeiten und diese Sachen, die wir da durchmachen müssen, weißt du, was das ist? Ja. Also ich glaube fest daran, das ist ein Zeichen, dass wir noch lebendig sind. Aber geh, okay. Wenn man uns nicht mehr aufregt, dann sind wir schon tot. Ich glaube ja. Weißt du, diese Scherereien, die sind ganz bestimmt gut für den geistigen Kreislauf, weißt du? Und vor allem, mein Lieber, es putzt ein bisschen den Kalk weg. Ja, danke vielmals. Bei dir kann ich immer noch was lernen. Mach mal den Tee. Ja, es ist schrecklich, dass ich keine Eltern habe, mit denen ich reden kann. Die Großeltern, die sind einfach zu alt. Die haben kein Verständnis für junge Leute. Immer wollen sie einen nur erziehen und in die eigene Form pressen. Möchtest du es ja nicht zulassen, gell? Aber wer dauernd um Rat fragt, kriegt halt auch dauernd Belehrungen. Aber du andere haben auch Probleme mit ihren Eltern und Großeltern. Ach mein Gott, Gott sei Dank, dass du mich erinnerst. Entschuldige, Schatzelein, ich komme gleich wieder. Ich muss meine Mutter anrufen. Mutter. Gott, du weißt ja, wenn ich mich nicht melde, dann ist gleich wieder böse. Hallo? Ja, Mutti, servus. Ja, ich bin's. Du, ich wollte nur. Was sagst du? Ich störe dich gerade beim Keksebacken. Ja, ich verstehe. Na, weißt du, was rufe ich morgen an? Ja, aber. Wie? Am Morgen kommen die Kuchen dran. Da hast du auch keine Zeit. Ja, ich verstehe. Du, aber wir können. Ja, ich weiß, vor Weihnachten wird's knapp. Aber gratulieren darf ich da schon kommen, ja? Du, und wir könnten doch nach Weihnachten. Was magst du? Eine Fastenkur. Bis Heilige Drei König. Sag mal. Ja, bitte, entschuldige. Ja, aber vor Ostern können wir schon noch sehen, ja? Ja, nein, gut, bitte verzeih mir, ich störe dich jetzt nicht mehr. Ja, gut, also, servus. Siehst du, mein Schatz, so geht's mir immer. Auch wenn ich anrufe, dann hat sie keine Zeit. Und wenn ich einmal keine Zeit habe, dann ist sie böse. Ach komm, ärger dich nicht. Das sind halt die Spiele der Erwachsenen. Und du musst ja nicht mitspielen. Naja, hast du recht. Oh, weißt du was, ich habe eine gute Idee. Komm, weißt du, was wir zwei jetzt machen? Wir zünden jetzt die Kerze noch einmal an, ja? Gut, die da, das ist die eine. Und wann? Hoppala. Weißt du, wann wir die zweite anzünden? Wann denn? Wann zünden wir die zweite Kerze an? Morgen. Hallo. Oh, das ist ja ein Spielchen. Servus, Schatzi. Servus, Hila Bausi. Servus, Herzi. Servus, Servus, Edi. Servus, Edi. Ah, Kinder. Was ist denn? Na, Heli, was ist mit dir? Was? Machst du hier auf Adventzauber mit fremden Kindern oder was? Naja, wie soll ich dir das sagen? Bis jetzt habe ich gehofft, dass es ein Adventzauber wird, aber ich glaube, seit du da bist, wird es ja ein Krampuskränzchen. Kinder, ich sage euch auch, das ist aber schön. Hast du das gemacht? Ja. Es ist zum Speiben. Diese falschen Gefühle vor einem Fest, wo es nur mehr ums Geschäft geht, zum Speiben. Lilly, was hast du denn da gemacht? Keiner verlangt von dir, dass du mit träumerisch verklärten Augen in die Adventkerzen schaust. Aber bitte mach keinen Ärger, nicht vor den Kindern. Den machen schon die anderen. Ja, so geht dir Weihnachten auch so auf die Nerven wie mir. Na, was hast du? Ich würde am liebsten einen Winterschlaf machen bis Heilige Drei Könige. Verstehst du, diese entsetzlichen, diesen Gefühlsstress, diesen Harmoniezwang, den sich die Leute antun. Also wirklich, man müsste mal, Furli, du glaubst, würde ich jetzt aufgreifen. Man müsste mal mit einem Donnerwetter hineinfahren. Ja, da sind wir zwei. So kenne ich dich ja gar nicht, Peter. Ja. Wie komme ich dazu, mich erpressen zu lassen, zum Bertel zurückzugehen, nur weil Weihnachten ist? Nur damit die Fassade stimmt, wenn die anderen Leute zuschauen. Bitte, dann wehr dich doch. Verweigere dich. Entschuldige, du hast nur dieses eine Leben. Für endlich jemand, der mal was Gescheites sagt. Ach, allein bist du nicht draufgekommen, ne? Weißt du, mein Cousin, der Robert, der ist so arm. Okay. Ja, jetzt ist ihm seine Frau gestorben. Seine Kinder leben im Ausland.
Und ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll, weil ich habe so irrsinnig viel vor Weihnachten zu tun. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie man ihm vielleicht helfen könnte? Ja. Franz, was meinst du, wenn ich die Sockel frage, ob sie Zeit hat? Na ja, der Robert braucht jemanden, der ihm aufräumt und der ihm Besorgungen macht. Ja, Hila, das ist richtig und schön. Aber ich weiß nicht, die Frau Sockel ist schon ein bisschen ein herber Typ. Und das ist aber vornehm. Ja, und er ist doch so empfindlich. Er ist lieb und kultiviert, aber total hilflos. Seine Frau, die Reni, die hat ihm ja alles abgenommen. Aber jeden Handgriff. In der Früh hat sie ihm das Gewand hingelegt, die Knöpfe vom Hemd aufgemacht und auch die Krawatte schon lose gebunden, damit er es nicht zuziehen braucht. Vor dem Begräbnis hat er mich ganz verzweifelt angerufen. Wo, er findet nichts. Er weiß nicht, was ein schwarzer Anzug ist, wo der Homburg oder der Mantel ist. Also total hilflos. Und du weißt, dass der Robert ist mindestens 20 Jahre jünger als ich. Der könnte mein Sohn sein. Da siehst du erst, was du an mir für einen selbstständigen Mann hast. Na, Franz, drücken wir es doch lieber so aus. Du hast eine große Begabung, dir selbstständige Menschen dienstbar zu machen. Weißt du, nein, aber es ist schon furchtbar, wenn ein Mann allein leben muss. Eine Frau wird leichter damit fertig. Ja, das ist richtig. Ja, das ist völlig richtig. Ein weiser Mann hat ja auch einmal gesagt, was sind schon 100 Witwen gegen einen Witwer? Beim Frühstück hat sie ihm schon das Buttersemmel gestrichen. Ei hat sie gekocht natürlich und gesalzen, den Tee gezuckert und umgerührt. Ja, aber getrunken hat dann ja hoffentlich doch selber. Ja, aber das war wirklich so. Und jetzt muss er sich alles selber machen. Und das schmeckt ihm nicht. Sie wird immer dünner und hilfloser. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich tun soll. Am besten für ihn wäre natürlich ein Seniorenheim. Aber um Gottes Willen, davon will er überhaupt nichts wissen. Er war immer so ein Individualist. Ich glaube, er hat nur seine Frau geliebt. Sogar die Kinder sind ihm auf die Nerven gegangen. Und das Verhältnis zu denen sind natürlich jetzt nicht so besonders. Und im Ausland leben sie auch. Kinder sind keine Altersversorgung. Ja, mir tut er so leid, weil er so stumm sitzt da und leidet vor sich hin. Er hat immer das Gefühl, eine Belastung zu sein. Ich hätte ihn ja zu Weihnachten eingeladen, aber mein Gott, was, der Kurti, das hält er doch nicht aus, wenn er nicht im Mittelpunkt steht. Ja, eben um Gottes Willen, kannst du dem Kurti nicht antun. Der Kurti, der will dich doch für dich allein. Weißt du, der Kurti hat's eigentlich sehr gut. Ja. Du liebst ihn und er liebt sich. Ach, nein, mein Kurti ist halt ein richtiges Kind immer noch. Ja, ein bisschen ein altes Kind, nicht wahr? Dass andere alte Kinder als Konkurrenz nicht neben sich dulden will. Franz, er hat auch seine guten Seiten. Ah, ja? Na ja, und über seine Schwächen, auf die muss ich halt Rücksicht nehmen. Ich könnt's nicht. Das muss ich ehrlich sagen. Kinder, irgendwann muss ich zur Birgit. Ah, ja? Du, die hat mir eine Illustrierte aufgehoben. Da ist ein Interview drinnen von einer Kollegin vom Theater von mir. Stell dir vor, ja. Und da muss ich runtergeben. Soll ich euch vielleicht inzwischen einen Tee machen? Ich setz noch Wasser auf. Ja, bitte. Ich meine, da muss sehr lieb. Auch. Schön, das sind zwei kleine braune. So. Ein Topfen Kolatschen und eine Biskuitrolade. Bitte schön. Danke. Grüß Gott. Grüß Gott. Bitte, was darf's denn sein? Ich hätte gern eine Mozartkugel, bitte. Eine Mozartkugel. Bitte schön, bitte. Danke. Sonst noch was vielleicht? Nein, danke, das reicht. Gut, das sind 5 Schilling, bitte. Eine Sekunde. Bitte schön. Oh je, aber auf einen 5000er, glaube ich, wäre ich nicht rausgeben können. Das ist zu groß. Schade. Naja, vielen Dank für die Mozartkugel. Auf Wiedersehen. Bitte schön, Wiederschauen. Bitte. Moment, Augenblick. Hallo. Das ist ein Hammer. Ich brauche jetzt unbedingt einen Kaffee, ganz auf der Stelle. Der Kaffee da drinnen, der ist nämlich besonders gut. Und meine Tarotkarten haben mir eine ganz ungewöhnliche Begegnung angekündigt.
Ich bin richtig glücklich, dass es der Vanessa so gut bei euch gefällt. Naja, es ist viel zu wenig unter Kindern. Naja, das ist immer schlecht. Aber weißt was, sie kann doch bei uns übernachten. Da können die zwei Großen auf die zwei Kleinen aufpassen. Tut ihnen ganz gut. Ja, das wäre super. Ja. Na, warum nicht? Schon wieder. Sag mal, bei uns ist aber heute ganz schön was los. Das ist ja wie ein Durchzugsgebiet da, was? Wärst du gerne mit der Birgit allein? Was glaubst denn du? Also Stefan, du hast manchmal Fragen, bitte. Der Wurstel, was? Der passt zu dir, ja. Das ist, das schaust du jetzt in dein Ehebild. Nein, nein, ich habe gesagt, das? Die Kinder muss ich das reparieren. Was willst du? Na, das reparieren, die haben das hier. Ich glaube, das war ein falscher Alarm. Es war gar niemand draußen. War niemand draußen? Nein. Niemand da? Ja, sag mal. Es geht ja was, Mama. Aber kinderfriedlich. Auf der einen Seite müssen wir ja ganz froh sein, dass niemand draußen war. Ja. Weil ich habe so und so gehofft, weißt du, mein Schatz, dass ich einmal mit dir bitte allein soll ich aufstehen und hinausgehen? Stefan, ich mach dir einen Vorschlag. Ich mach dir einen Vorschlag. Jetzt bin ich neugierig. Ich finde das herrlich, aber wo ist das? Was ist jetzt schon wieder? Jetzt früh gefreut. Elli, du hast es schwer heute. Das macht sich mehr Spaß, glaube ich. Weißt du was, Stefan, ich wollte schon sagen, wir könnten jetzt einmal einen Cognac zusammen trinken oder ein kleines Schnapserl. Was hältst du davon? Jetzt ist die Frage, du bist hier zu Hause oder ich? Wer steht jetzt auf und holt ein? Oh! Guten Tag, meine Herrschaften. Wollen Sie vielleicht ein paar frische Kekse? Oh ja, selbstgebacken. Mit Kindern selbstgebacken. Ja, fabelhaft. Haben wir alle zusammengebacken heute? Ja. Ja? Schön. Ich setz mich, ja? Bitte, bitte. Bittchen. Auch kulinarische Weihnachtsvorbereitungen gehen mir rasend auf die Nerven. Na, dafür greifst du aber ganz schön zu. So, da ist die Zeitschrift mit dem Artikel. Ja. Sie können sie behalten, ich habe sie schon gelesen. Ja. Finde ich toll, was Ihre ehemalige Kollegin da in Schweden aufgezogen hat. Na, ich bin ja auch ganz überrascht über dieses Engagement von ihr. Die hat... Also wie die beim Theater war, hat die so einen egozentrischen Eindruck auf mich gemacht. Wie hat sie wieder geheißen? Ich glaube, ja, Gretel Schöppel hat sie geheißen. Aber trotzdem egozentrisch. Und dann ist sie vor mir im Theater weggegangen und hat einen Diplomaten geheiratet. Natürlich aus Skandinavien, da. Ja, nicht? Ja, erlebt sie es. Naja. Und seitdem haben wir uns aus den Augen verloren. Und was macht sie jetzt? Du, sie leitet eine soziale Organisation, wo alt und jung zusammengebracht werden. Jeder hilft jeden nach seinen Möglichkeiten und gewinnt durch ein Bonussystem, glaube ich, selbst Anspruch auf Unterstützung, falls er sie braucht. Mhm. Eine großartige Sache. Mhm. Wie werden das, wenn wir das hier versuchen werden? Mhm. Na, warum? Du, ich habe eine wunderbare Idee. Wir könnten doch eigentlich die Frau Neuberger integrieren. Ja, Gott, ich will mal Neuberger. Das könnte sich ja nur im spiritistischen Sitzungen abspielen. Ah, und sie hat auch schon eine praktische Anwendung dafür gefunden. Ist nicht wahr? Ja. Sie stellt überirdische Kontakte für ältere Herren zu deren verstorbenen Ehefrauen her und spielt so ein bisschen Schicksal. Naja, die alten Herren sind nicht mehr allein und geben ihr halt ein bisschen was von ihren Uhren, Ketteln, Ringeln und so weiter. Nein. Ich finde das gar nicht dumm. Wenn keiner dabei drauf zahlt, ein sehr gutes Tauschgeschäft, ne? Also ich weiß nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass sie die alten Herren ganz schön anzapft. Was heute raffgierig ist sie. Na, das ist mir auch eine Art von Umverteilung, verstehst du? Taschefreundlichkeit gegen den Ringel. Das ist eh kein Mensch mehr drauf. Nix Ringel, nein, Pelzmantel, du Stefan. Hast du gesagt Pelzmantel? Das kannst du doch vergessen. Wer trägt denn heute noch einen Pelzmantel? Bitte probier mal einen gut erhaltenen Persianer im Pfandl zu versetzen oder versteigern zu lassen. Läppische Panetsch kriegst du dafür. Eine Tante von mir hat das neulich probiert. Also ich würde mich jedenfalls sehr schön bedanken für eine, die ein paar Husankrapferl backt und mit ihrem esoterischen Schmäh daherkommt und dafür den ganzen Familienschmuck versetzt. Also ich bin bestimmt kein Materialist, aber ich bin der Meinung, zu einem alten Schmuckstänger, da hängt doch manchmal doch ein großes Stück Erinnerung, oder? Ja, mein lieber Eli, aber wenn du mal alt und pflegebedürftig bist, dann pfeifst du auf diese nostalgische Erinnerung, wenn dir jemand für ein Brassletterl, ein Kettel oder was deine notwendigsten Besorgungen abnimmt und dir erzählt, was draußen vor deiner Tür in der Welt passiert. Also ich weiß nicht, Stefan, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. So was soll man nie sagen. Also ich weiß, wie ich 40 war, wie man nie vorstellen kann, dann 70 zu sein. Man muss alles können. Übrigens, also danke, Birgit. Gerne. Vielen Dank für diese Zeitschrift. Das wird den Franz auch sehr, sehr interessieren. Jetzt muss ich aber gehen, denn die Hilde wartet auf mich. Nehme ich mit. Ich wollte noch ein Wiederschauen. Wiederschauen. Ach, sie ist wirklich reizend, nicht? Na ja.
Da lacht mich eigentlich nicht so sehr an. Aber bitte, die Topfenschnitten, die kann ich sehr empfehlen. Die sind nämlich frisch aus dem Ofen und die habe ich selbst gemacht. Die kann ich wunderbar, sagt der Meister Edi immer. Haben Sie nichts mit Pfefferoni? Pfefferoni? Ja. Na, das ist bei uns eigentlich weniger gefragt. Vielleicht Schinkensandwich mit Gurkel oder Lachs mit Zitronenscheibe vielleicht. Eiaufstrich hätte vielleicht auch noch. Ich habe einen Riesengust auf Pfefferoni. Seit 3 Tagen mache ich Husarengrapferl. Jetzt brauche ich ein Kontrastprogramm. Wissen Sie was, Frau Neuberger? Ich schaue einfach in die Speis. Vielleicht hat die Frau Schäfin welche. Ich bin sicher, die hat nichts dagegen, wenn ich Ihnen welche verkaufe. Gestatten Sie, dass ich bei Ihnen Platz nehme? Aber gern, sehr gern. Ich bin ohnehin zu viel allein seit letzter Zeit. Das spürt man. Ich habe Antennen für sowas. Ich habe einen sehr schweren Verlust gehabt. Davon kann ich mich noch immer nicht erfangen. Ganz konfus wird man von sowas. Die Frau Gemahlin? Ja, meine Frau. Wir haben eine wunderbare Ehe geführt. Kennen Sie die Geschichte, dass Mann und Frau einmal eins waren? Dann hatten sie getrennt. Und seitdem sucht jeder die verlorene Hälfte. Ich habe sie gefunden. Und wieder verloren. Schrecklich ist das. Ich habe das 2-mal erlebt. Da glaubt man, dass man nie wieder wird lachen können. Sie sind allein, Gnädigste? Sehr. Aber ich habe etwas entdeckt, das mir in meiner Einsamkeit hilft. Verraten Sie es mir? Andern helfen. Da kommt das Gute, das man gibt, in verwandelter Form wieder zu einem zurück. Ein wunderschöner Gedanke. Ja, gefällt mir auch sehr. Leider ist ein Mensch, dem ich sehr geholfen habe, gerade gestorben. Gerade jetzt vor Weihnachten. Bitter ist sowas. Ja, vor Weihnachten ist es besonders schrecklich. Entschuldigen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ingenieur Brunner. Robert Brunner. Na sowas, noch ein schön Brunner, gleich ein Brunner. Na besser als gar nichts. Neuberger ist mein Name. Greta Neuberger. Greta? So wie die Garbo? Ja, genau so. Greta. Das klingt so geheimnisvoll. Ja, man braucht Geheimnis in dieser Zeit. Geheimnis ist die wahre Realität. Befassen Sie sich auch so mit den Rätseln der Umgebung? Eher weniger. Ich war Baumeister. Aber meine Frau war sehr sensibel. Die hat an das Übersinnliche geglaubt. Ist sie schon in Kontakt mit Ihnen getreten? In Kontakt? Sie lebt ja nicht mehr. Ja, eben darum. Aber doch werden wir uns auch intensiv unterhalten. Essen Sie eigentlich Husarenkrapfen? Husarenkrapfen? Oh, das ist mein Lieblingsgebäck zu Weihnachten. Meine Frau hat wunderbare gemacht. Ob Ihnen da meine auch schmecken werden? Ja, das bin ich überzeugt, dass die... Jö, schaut ja herrlich aus. Ausgezeichnet. Wirklich wunderbar. Fast so gut wie von meiner Frau. Pfefferoni gewünscht, bitte sehr, bitte gleich, ganz frisch aus dem Glasl. Darf ich vielleicht noch irgendwas bringen, eine Mehlspeise vielleicht? Ja, Husarenkrapferl. Haben wir leider nicht. Gerade ausgegangen, müssen erst frisch gemacht werden. Geh, Bernie, ihr habt doch nie welche gehabt. Können aber gemacht werden, bitte, wenn gewünscht. Der Meister Edi sagt immer, der Kunde ist bei uns König. Hier werden keine Husarenkrapferl gemacht. Der Herr Ingenieur kriegt seine Husarenkrapferl von mir, verstehst? Ich verstehe alles, Frau Neuberger. Alles neu macht die Frau Berger. Dummer Bub, was du so daherredest. Na, diese Jugend heutzutage. Darf ich mir noch ein Husarenkrapferl nehmen? Natürlich. Die werden immer besser, je mehr man davon isst. Bringen Sie mir noch eine Melange. Kommt sofort. Mir hat einmal ein sehr gescheiter Mensch gesagt, wenn man gut kochen kann, ist man im Alter nie allein. Was sagt ihr? Das ist toll. Was die Frau, die Birgit über die Frau Neuberger erzählt hat. Mein Gott. Aber sagt mal, eine Idee. Ja? Franz, was hältst du davon? Könnten wir nicht den Robert mit der Frau Neuberger zusammenführen? Naja, wer was sagen. Na nur, damit sie mal zusammenkommen. Ja, ich meine, ich kenne ja die Neuberger bisher nur als ein bisschen Spinnerte. Na, und war mit UFOs und Bermuda-Dreieck und so weiter. Aber bitte, wer weiß, welche Abgründe sich noch im Wesen der Frau Neuberger verbergen. Also mir wäre jeder recht, der ihn aus seinen Depressionen holt. Und wenn es halt natürlich was kostet, dann kostet es was. Weil, mein Gott, man kriegt ja nichts im Leben geschenkt. Na ja, bitte, vielleicht hast du recht. Probier's, aber... Pass auf. Ich könnte ja vielleicht dem Kurt es schmackhafter machen, wenn ich sage, ich lade den Robert mit der Frau Neuberger zu Weihnachten ein. Ja, da braucht er mich nicht teilen und die zwei könnten sich näher kennenlernen. Ja. Was wäre das? Ja, das wäre großartig. Das Gute dem Kurt
Weihnachten mit der Neuberger. Das wäre mein Traum, allerdings mein Albtraum. Also, Spaß beiseite. Du bist eine ganz besonders tüchtige Person. Du war immer pragmatisch. Ja, so blöd, wie mich die meisten Leute halten, wenn sie mich mit dem Kurti zusammen sehen, bin ich ja wirklich nicht. Nein, nein. Wenn wir allein sind, der Kurti und ich, das ist er ja ganz anders. Nein. Er braucht halt Publikum, ne? dann zieht er seinen schauspielerischen Dings. Aber wenn wir allein sind und er würde auch so mit mir reden, na, ich glaube, ich hätte ihn schon rausgeschmissen. Ah ja, du, also... Das kann ich verstehen. Ja, ich kann das auch verstehen. Ja, ich muss noch runter ein paar Mehlspeisen holen gehen, weil Kurtile frühstückt ja immer gern süß. Ja, und durch diese Postarbeit komme ich ja nicht einmal zum Backen. Es ist halt alles furchtbar. Erinner dich doch, Nat, oder du, Birgit, früher bitte haben wir doch alle für die Umverteilung gekämpft. Da waren wir doch alle, ich weiß nicht, Revolutionäre hier, wie das noch die Wohngemeinschaft war. Erinnerst du dich noch, Storchi? Freilich erinnere ich mich. Du... Und noch ein paar habt den Kühlschrank leer gefressen, den wir angefüllt haben. So war's ja, ne? Weißt du, was ein Revolutionär? Das ist ja spannend. Was, entschuldige, war in gewisser Hinsicht bin ich das auch heute noch. Verstehst du? Immer gegen den Strom. In der Steiermark haben sie aber gesagt, der Stefan ist ein alter Hinaufschwimmer. Immer gegen die Besitzenden. Ja, ich weiß schon. Entschuldige bitte vielmals, Stefan, dass ich ein Haus geerbt habe. Eli, wie du weißt, bin ich tolerant und großzügig. Sonst hätte ich ja auch der Umverteilung von der Birgit nie zugestimmt. Bitte? Also ich lass mich doch nicht umverteilen. Ich bestimm schon selbst, was ich tue, du. Ja, ich hätte das aber auch verhindern können. Ja, ne? Du hättest das verhindern können, gell? Ja. Stefan, weißt du was? Ha? Ich muss dir was sagen. Na? Eigentlich bist du ein ganz ein klasse Kerl. Weil wenn ich bedenke, die Situation ist ja für uns alle nicht sehr einfach. Ne? Nein, wirklich nicht. Heli, ich bin so froh, dass dir endlich ein Licht aufgeht, wie sehr du von meiner Toleranz profitierst. Na komm, Leute, übertreib nicht. Also so wie ihr möchte ich auch leben. So in aller Freundschaft mit dem Bertel auseinandergehen und jemanden finden, den ich wirklich liebe. Du, aber solange du dir mit dem Bertel nicht im Klaren bist, bitte, da hilft dir auch eine neue Liebe nicht. Im Gegenteil, die verdoppelt den Ballerwartschnur. Ja, ich weiß, wenn ich mich nur entscheiden könnte. Weißt was? Mach dir eine Liste. Links schreibst du die guten Eigenschaften, rechts die schlechten. Na ja, und dann entscheidest du halt, was dir am wichtigsten ist. Ja. Sag mal, ist das dein Ernst? Ja, ich meine, hast du das bei mir damals auch gemacht? Ja, entschuldige, das ist ja ein geradezu läppischer Kuhhandel mit Gefühlen, was du der Petra da vorschlägst. Was geht? Na, Birgit, na, das sei mir nicht. Wie bist denn du zu der Entscheidung gekommen, von hier auszuziehen, ha? Ich? Da bitte ganz spontan. Ach, ja, aber, spontan. Aber das war eine ganz spontane, emotionelle Reaktion. Männer sind überhaupt viel emotioneller als Frauen, das merke ich immer wieder. Frauen sind berechnet, da kannst du nichts machen. Klar. Drum habe ich ja auch den armen Musiker, der mich ständig betrogen hat, gegen den reichen Hausbesitzer, der mir treu ist, ausgetauscht. Das willst du doch damit sagen, nicht wahr? Nein, das will ich damit nicht sagen. Diese Art von Kalkül ist dir fremd, Birgit. Danke. Aber du hast ganz einfach meine fantasievolle Dynamik, die du vielleicht zu Recht für Hektik hältst, gegen seine Gelassenheit und meine Wurstigkeit in finanziellen Fragen gegen seine, nennen wir das einmal, bürgerliche Beständigkeit aufgerechnet. Was so? Genau. Und weil ich keine Masochistin bin, war die Entscheidung für mich klar. Du bist ein netter Kerl, Stefan, aber mit dir zu leben ist höllisch. Glaub mir. Also, höllisch ist es mit dem Bertel nicht. Nur Fahrt. Ja, das reicht auch. Warte, der Birgit wird schon auch noch Fahrt werden. Nein, lieber Stefan, ich glaube, ich muss dich enttäuschen. Uns wird nie Fahrt. Weißt du, der Birgit oder mir, einen von uns beiden, fällt immer irgendwas ein. Ja, du, vielleicht sollte mir auch ein bisschen was einfallen, damit ich mit dem Bertel mehr Hetz hab. Du, das wäre eine glänzende Idee. Weil, entschuldige, Petra, aber ich spreche da jetzt als Mann. Bei dir schläft einem manchmal wirklich das Gesicht ein. Oh, danke schön für deine schonungslose Offenheit. So. Also jetzt schreib einmal, was sind seine guten Eigenschaften? Also. Ja, tüchtig ist er sehr. Tüchtig? Ja. Das heißt, er verdient eine Menge Geld und du kannst es ausgeben, was? Bitte, Stefan, hör auf zu stänkern. So kommen wir ja nie auf einen grünen Zweig. Furchtbar. Also weiter, komm. Ja, verlässlich ist er. Ja, und pünktlich. Also wenn er sagt, er kommt um 7, dann steht er schon 5 vor 7 vor der Tür. Zwanghaft ist er auch.
Ja, allerdings bei der Vanessa hat er sich damals ganz schön Zeit gelassen, bevor er sie zurückgebracht hat. Ja, jede Eigenschaft hat auch ihre Schattenseiten. Ja, aber trotz allem hängt er sehr an mir und an der Vanessa. Ich glaube, es wäre ein furchtbarer Schlag für ihn, wenn ich mich scheiden lasse. Ja und? Was steht noch auf der Habenseite? Ja? Tüchtig? Naja, so normalerweise ist er sehr rücksichtsvoll. Ja, er hat sich sogar das Rauchen abgewöhnt, weil er der Vanessa nicht schaden möchte. Naja, und früher, da war er eigentlich sehr lustig und unterhaltsam. Also Witze hat er erzählen können zum Totlachen. Sag mal, ich meine, ist das dein Ernst? Verlässlich, ein begnadeter Witzeerzähler. Entschuldige, was du da aufschreibst. Das ist ja das Psychogramm eines beeideten Textilvertreters. Das ist ja unfassbar. Und jetzt lass bitte den Bertel in Ruhe. Du könntest froh sein, wenn du nur ein bisschen was von ihm hättest. Ja, sein Geld hätte ich sehr gern. Nein, Petra, entschuldige, wenn ich dich jetzt noch eine Weile provoziere, bist du es im Stand und nimmst den Nachtschnellzug nach Hamburg. Ja, also jetzt sei auch einmal ruhig. Lass also bitte, jetzt die schlechten Eigenschaften. Ja, bitte sehr. Also die gehen euch einen Schmarren an. Ich lass mich doch von euch nicht zekieren. Ist er zwanghaft, versteht? Veruntreut er Kundengelder? Oder verbietet er den Ankauf von preziosen und teuren Modellkleidern? Jetzt reicht's aber, Schluss! Lass mich doch von dir nicht provozieren! Oh, Schatzilein, bei mir wirst du auch erzogen, nur merkst du's nicht. Geh, kommt, hört's auf. Petra, komm, mach die Liste für dich allein. Du wirst sehen, es hilft. Also ja, komm, bitte, setz dich her. Setz dich wieder nieder und du gibst jetzt eine Ruhe. Du wirst sehen, Petra, du kriegst das schon hin. Ja? Ja, also komm. Also weiter. Was ist denn jetzt los? Wie das denn? Das? Schaust du mal? Ja, na klar. Aber Kinder, was macht sie? Also eins muss man dem Stefan lassen. Die Kinder sind hier nicht aus. Sag einmal, die machen ja einen Schreit. Was ist denn? Das ist ja unglaublich. Du glaubst, ich soll ihm vielleicht helfen, ne? Meine Kinder streiten, wer eure Kinder mit ins Bett nehmen darf. Ihr Frösche, ihr, was macht ihr denn? Sicher haben Sie noch so ein paar daheim. Mein Gott, wie konfus man wird, wenn man allein ist. Sie müssen sich auch Ihr Teil über mich denken. Nur das Beste, das Allerbeste. Ich bin immer froh, wenn mir jemand hilft, anderen zu helfen. Haben Sie schon einmal versucht, mit der Frau Gemahlin Kontakt über die Ätherwellen aufzunehmen? Es klingt vielleicht verrückt, aber Sie würden staunen, wer alles in unserem Club dabei ist, um Stimmen aus dem Jenseits aufzunehmen. So, vielleicht auch ein paar Pfefferoni gewünscht, weil ja jetzt Weihnachten ist. Nein, ich meine, weil sämtliche Leute backen und jeder einen faden Geschmack im Mund hat. Okay, keine Zeit. Deswegen bin ich ja da. Und du weißt, mein Mann isst gern diese Plunderkipferl da und die Topfenkollatschen. Aber nur, wenn ich sie im Einfrier sofort und dann am Sonntag frisch aufbringe. Ja, das kenne ich. Da haben wir eine Dame als Kundin, die sagt um ihren Mann immer, sie hat alles selber gebacken. Das kann ich meinem Mann wirklich nicht unterjubeln. Er ist ein so ein genauer Genießer. Du, ich schaue noch, ob vielleicht für mich auch noch was da drauf ist. Ah ja, bitte. Oh, aber Robert, du, was ist das für eine Überraschung? Du gehst aus, das freut mich aber. Und mit der Frau Neuberger, gerade habe ich vorhin mit der Hilla über sie gesprochen. Ach so. Ja, woher kennt ihr euch denn? Stell dir vor, die gnädigste macht Husarenkrapferl, die sind fast noch besser als die von der Reni. Aber man könnte fast sagen, dass diese Husarenkrapferl eine überirdische Qualität haben. Schön. Was mache ich jetzt, bitte? Was mache ich jetzt? Ist der Verzehr von mitgebrachten Speisen in unserem Lokal eigentlich erlaubt oder nicht? Das ist zu blöd. Immer wenn es heiklich wird, dann ist die Chefität nicht da. Die schauen ja wirklich köstlich aus. Wo habt ihr euch denn? Wenn Sie wollen. Okay. Ja, sehr lieb. Ja, Frau Berger, ich möchte Sie herzlich mit und dich und natürlich Robert zu Weihnachten einladen. Yeah. Ja, gerne. Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beide uns die Ehre gebt. Herr Brunner kommt. Okay. Ja, natürlich gern. Sehr gerne. Das ist nett. Ich hätte sowieso nicht gewusst, wo ich am Weihnachtsabend wirklich? Bin. Nein. Also wir freuen uns. Wir freuen das uns. Das ist sehr, sehr lieb. Vielleicht kommt danke ich herzlichst. Ja. Wo habt ihr denn kennengelernt? Hier? Ja, ganz zufällig. Ja. Hier vor der Türe, ja. Ja. Ist das ein Zufall? Hat sich zufällig so ergeben. Ja, stand es vielleicht auch in Ihren Karten, wie ich hörte? Ja, irgendwie, wenn Sie mich jetzt so fragen, haben mir die Tarotkarten eine Andeutung gemacht, ehrlich? Dass ich eine ungewöhnliche Begegnung machen werde. Ich höre Sie. Sie schauen immer hinein, wie das Schicksal steht. Frau Neuberger, Entschuldigung, aber Sie wissen ja, die Husarenkrapferl werden bei uns
uns nicht gemacht und. Werde, was reden Sie darüber? Du dürftest vielleicht. Sind Sie froh, dass es ein Kosten will? Ach, natürlich. Frau Neuberg hat nichts dagegen. Aber wo? Bitte. Mit Ihnen sind Sie schon köstlich. Schon einmal, ich muss schauen. Ja? Ja, sowas bringt sie nicht fertig hier. Naja. Sie vielleicht einmal das Rezept geben. Vielleicht wenn Sie nicht so überrascht.